Hallo Leute, hier ist wieder MacFisto 2051 und herzlich willkommen zurück zu unserer 19. Folge von unseren Let's Play Classics mit Might and Magic 3. Wir befinden uns in der magischen Höhle, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und ich muss erst noch auf ein paar Anmerkungen eingehen, die Mavia mir genannt hat. Und zwar hat er gefragt, warum ich nicht vom Fluss aus oder vom Wasser aus auf die Monster mit Pfeil und Bogen schieße. So hier. Das funktioniert nicht. Man kann nur von Wasser auf Wasser oder von Land auf Land schießen. Nicht von Wasser auf Land, sonst könnte man ja einfach die Gegner alle abschießen. Außerdem hat er mich darauf hingewiesen, dass wir ja Linguist gelernt haben und trotzdem in der Spinnenhöhle Schriftrollen gefunden haben, wo drauf steht, keiner kann die Rolle lesen, sie zerkrumpelt oder so ähnlich. Und ich war jetzt einfach noch einmal dort und auch mit Linguist zerkrumpelt die Rolle. Also die Idee war gut, aber es hat leider nichts genützt. Und dann würde ich sagen, erkunden wir doch weiter die magische Höhle, bei der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und wir finden direkt eine Wand zum Eintreten. Und Tore und alles Mögliche. Und irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Magier. Ich glaube, die waren zu stark und haben mich beim letzten Mal getötet. Aua, 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 aua. Okay. Der Magier ist nicht sonderlich stark. Er macht nur Schaden ohne Ende. Und das war's dann auch schon. Yes, der hat alle getötet. Da müssen wir nochmal laden. Der war etwas zu stark, aber ich gehe jetzt erstmal schauen, ob hier keine weiteren Magier sind. Nein, sind sie nicht. Gut, allerdings kommen wir nur mit dem Ork alleine natürlich nicht weiter. So robust Maximus auch ist. So, jetzt bin ich auch noch irgendwie falsch gelaufen. Was habe ich falsch gemacht, um direkt meinen Buff zu verlieren? Bin ich in einen... Seltsam. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Unsere ganzen Buffs sind weggegangen. Verdammt, war das eben auch so? Ist mir das nicht aufgefallen. Ungünstig. Sehr ungünstig. Gut, wir machen mal ein bisschen Sprung-Action. Und töten mal noch ein paar Gegner. Die Wachen lassen sich hier Gott sei Dank leicht besiegen. Magische Runen näher treten, jawohl. Verdoppeln. Ich verstehe verdoppeln nicht. Dann darf Mavia verdoppeln lernen. Was auch immer er verdoppeln kann. Irgendetwas kann er jetzt verdoppeln. Haha. So, dann schauen wir doch mal. Hier waren wir. Da sind noch Gegner. Weitere Wachen. Die tut an ganz schön weh. Ich heile erstmal. Extra Heilung. Katsching. Teurer Spaß. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Und schaffen es jetzt nicht, diese Höhle abzuschließen. Aber wir können uns ja mal ein bisschen umschauen. Wieder verhexte Runen. Erstmal belebe ich mich wieder und schon bleibt keine Magie mehr übrig. Dann schauen wir mal. Ich glaube, Irrsinn oder Krankheit? Was ist Verona? Krank. Krankheit können wir heilen. Sehr gut. Aber dafür müssen wir schlafen. Hoffen wir, dass Verona das überlebt. Gut, er hat es überlebt. Dann können wir jetzt Krankheit heilen. Wo ist es? Es dürfte, glaube ich, 8 bis 10 Mana kosten. Das war eben Gift heilen. Krankheit heilen. 10. Sehr schön. Jetzt geht es Verona wieder etwas besser. Ach, natürlich wollte ich Licht zaubern. Und Mavia zaubert den Magierblick. Dann speichern wir ab. Und schauen uns diesen Kristall an. Zersetzen. Und Mavia hat Zersetzen gelernt. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Ein Steingrab mit kämpfenden Drachen als Relief. Wollt ihr den Deckel abnehmen? Naja, ich hoffe, jetzt kommt kein Riesenmonster raus. Verona ist nicht stark genug. Ja, dann nehmen wir Maximus. Okay. Autsch. Ja, das ist ein Boss, den wir vielleicht noch nicht besiegen können.
So, ganz minimal. Mal gucken, ob er uns jetzt direkt nächste Runde tötet. Ja, nur zwei weitere. Noch ein. Oh, Waruna hat einen Treffer überlebt und wir sind alle tot. Okay. Wir sollten vielleicht nicht das Steingrab öffnen. Es kommt so ein kleiner, dicker Boss hinaus. Dazu sage ich nur, ouch. Und Steingrab ist keine gute Idee. Finden wir nochmal was? Immer noch zersetzen. Ob man das öfter lernen kann? Nein, kann man nicht. Okay, wir haben, ich würde mal sagen, den Bossraum gefunden. Allerdings ist der Boss natürlich wieder viel zu stark. Und wir müssen auch hier wieder davon ziehen. Von dannen ziehen. Und es gibt so viele Geheimtüren. Ätherisieren. Verstehe ich nicht, dann darf Mevia ätherisieren lernen. Klingt ja auch schon mal mächtig. So. Schauen wir mal. Hier gibt es auch wieder eine Tür. Und auch hier, fürchte ich, werden wir wieder auf den einen oder anderen Magier treffen. Der Gott der Minotauren bewahrt eine wichtige Karte. Der Gott der Minotauren. Okay. Schreiben wir auf. Der Minotauren-Gott hat Karte. So, mehr muss ich dazu nicht notieren. Auch hier haben wir wieder ein Steingrab und auch hier traue ich mich jetzt nicht, es zu öffnen. Und wir haben wieder ein Kristall Schwert. Jetzt kann Mevia den Schwertspruch. Also wir finden fleißig schöne neue magische Sachen. Sind nur ein bisschen schwach, die ganzen Gegner und Bosse zu besiegen. Das ist ein wenig schade. Ach genau, wir hatten da hinten ja noch dieses Bad. Euer Körper fühlt sich erfrischt an. Tja, 21, 39, 48, 50. Schauen wir noch einmal nach. Dumpti-dumm. 39. Ah, das gab 10 Tempo. Lassen wir Varuna als erstes vorgehen oder lassen wir jemand anderem mal ein bisschen mehr Tempo? Ich würde sagen, wir lassen mal unserem Kleriker ein bisschen Tempo, dass der rechtzeitig heilen darf. Okay. 10 Tempo für unseren Kleriker. Und damit hat sie jetzt ein super Tempo. Ich würde sagen, das lassen wir so. Und besiegen wir noch ein paar Wachen. Wir können ein bisschen in dieser Höhle erkundigen, aber sie ist eindeutig zu stark mit starken Gegnern gespickt, sodass wir noch keine Chance haben, hier alles zu besiegen. Töten wir doch erstmal die erste Wache. Und nein, Krankheit heilen wir nicht. Wir wollen eine starke Heilung. So. Ui, hat nicht gereicht, um sie auch nur wieder in die von der Bewusstlosigkeit zu befreien. Das nenne ich mal starke Gegner. So. Dann gehen wir weiter noch ein bisschen schauen, was wir so finden. Hier haben wir noch das andere Bad. Auch hier speichern wir nochmal ab. Ach ja, Mevia hat mir übrigens geraten, ich soll noch einmal Bruder Alpha aufsuchen. Warum auch immer. Eins Markbrunnen. Fühlt sich erfrischt an. Oh, es gab wieder Tempo. Das ist doch mal etwas. Ist natürlich immer die Frage, ob man zuerst zuschlagen möchte oder erst heilen möchte. Und das geben wir auch wieder der Klärin, die jetzt ein unglaubliches Tempo hat. Noch besser als eine tolle Ausdauer. Ich nehme mal an, das soll uns dann genügen. So. Und hier machen wir nochmal einen kleinen Sprung, wenn ich ihn finde. Sprung war ja nicht so teuer. Ach, würde ich mir freuen, wenn es in diesem Spiel schon Shortcuts gibt, sodass man auf eine Taste irgendeinen Spruch legen kann. Wo ist der denn? Ach, ich gucke die ganze Zeit bei der Klerikerin nach. Dann kann ich ja ewig suchen. Ohne irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier haben wir gleich zwei Becken. Und Gegner. Wo auch
auch immer diese Sicht befinden. Dann schauen wir mal, das Grüne war eben das Tempobecken. Wir geben jetzt Maximus mal ein bisschen Tempo. Jawohl. Dann ist natürlich die Frage, wofür Blau steht. Himmelblaue Flüssigkeit. Verständnis und Wissen. Okay, wir wollen natürlich keinen Intellekt mit unserem Haut drauf Barbaren haben. Wir lassen eindeutig Mavia schlauer werden. Auch wenn ihm das wahrscheinlich nichts bringt mit 120 Intellekt. Ich weiß nicht, wann er mehr als wahnsinnig intelligent ist. Nein, immer noch wahnsinnig intelligent. Schade. Dann bringt uns das jetzt nichts, aber irgendwann wird es ja damit weitergehen. Und diese Höhle ist einfach riesig. Mal schauen, welche lustigen Gegner uns hier begegnen. Eieieiei. Ziemlich viele Wachen. Dann benutzen wir doch einfach mal ein bisschen... Aha, unsere Klerikan ist sehr früh dran. Das ist doch schön. Und dann lassen wir Mavia mal etwas Nettes zaubern. Wie wäre es denn mit Ätherisieren? Okay, können wir nicht im Kampf sprechen. Was machen wir denn dann? Ein Schwert. Dennoch hat es den armen Varuna ohnmächtig gehauen. So, die ersten Wachen hätten wir. Da kommen weitere Wachen. Ich weiß nicht, ob das Schwert sich nach hinten durchschlägt. Das testen wir jetzt. So, nochmal Schwert. Und jetzt sehen wir, ob die anderen Wachen gleich angeschlagen sind oder nicht. Nein. Schade. Schwert scheint sich nicht durchzuschlagen. So, extra Heilung. Aber auch hier sind sonst keine Gegner zu sehen. Sehr erfreulich. Aber es geht auch weiter. Da kommt ein Magier. Ich speichere besser mal ab. Ich habe keine Lust, jetzt noch zu sterben. Es kommt drei Magier. Autsch. Okay, das war's. Und das Spiel hängt. Was zur Hölle ist jetzt los? So, und wir haben wieder geladen und müssen jetzt den Zauberern oder Magiern entkommen, die uns wahrscheinlich verfolgen werden. Und dementsprechend benutzen wir einfach den Sprung von Mavia, um zwei Felder auf einmal vorwärts zu kommen und so die Magier hoffentlich abzuhängen. Scheint funktioniert zu haben und wir können zumindest diesen Raum weiter untersuchen. Und grün war Tempo. Und so hat auch Mavia ein super Tempo erreicht, um uns dann hoffentlich schnell Sprüche den bösen Monstern entgegenzuwerfen, gegen die wir kämpfen müssen. Jetzt gibt der Satz auch einen Sinn. So, hier ist der Blaue. Ist das der Blaue in der Nähe von dem Grünen? Jawohl. Dann haben wir nur die Flamme nicht und gehen dann doch lieber wieder nach draußen. Das war falsch. Und Sprung wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nämlich den Magierblick. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Und Licht muss ich auch nochmal zaubern. So. Und auch hier können wir uns umschauen und sehen, ja, Geheimgänge in jede Richtung. Hier haben wir wieder die himmelblaue Flüssigkeit und diese müsste wieder Intelligenz geben, deswegen darf Mavia sie trinken. Da, 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 130 Intelligenz. Boah, jetzt ist er monumental intelligent. Wunderbar, das heißt, es gab wieder ein paar Spruchpunkte hinzu. Und wir müssten unbedingt mal schauen, dass wir einen starken... So, Charakter haben. Hier waren wir überall. Magische Flüssigkeiten sind im Becken dieser Höhle. Magische Flüssigkeit ist in den Becken dieser Höhle. Okay, das war korrekt. Ich dachte, ich hätte mich verlesen. Dann machen wir erstmal Licht und sehen, dass uns eine Wache angreift. Aber es gibt Schlimmeres. Mit Wachen werden wir noch fertig.
Nur alles andere ist nicht unbedingt das, was wir gerne hätten. So, Wachen können wir mit dem Bogen noch fleißig beschießen. So, wunderbar. Prokka hat einen Stab gefunden. Und auch hier finden wir wieder Flüssigkeiten in Becken. Und hier geht es weiter. Aber auch da traue ich mich jetzt natürlich nicht hin. Und wieder finden wir eine blaue Flüssigkeit. Das dürfte wieder Intellekt geben. Diesmal hat es Mavia umgehauen. Aber er bleibt nach wie vor beim Monumental. Ich tippe mal drauf, dass bei 150 vielleicht der nächste Sprung sein könnte. Aber wir haben ja unsere Klerikerin. Sie heilt ihn problemlos. Und nur des Interesses halber möchte ich jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwie springen können. Nein. Dann versuchen wir es mit einem Teleport. Ob dieser denn uns gewährt, irgendwo hinzukommen? Auch dieser Spruch versagt. Okay. Wir treten die Wand ein und wir sehen nichts. Da kommt ein Magier und wahrscheinlich ist das Letzte, was wir sehen. Außer ist nur dieser eine Magier. Oh, tatsächlich. Wir haben es überlebt. Das war knapp. Dann machen wir noch einmal den Magierblick. Und brauchen unbedingt Heilung, extra Heilung. So. Ich schaffe es, ein paar Leute zu heilen. Und dann sind wir an dem Kristall. Drachenodem. Mavia lernt den Drachenodem-Spruch. Ja, den konnte er sowieso schon. Schade. Gut, dann sind wir auf dieser Höhle fertig. Und bevor wir jetzt gar nicht wissen, wie wir weiterkommen, zaubern wir uns zurück in unsere Stadt zu unserem Signal. Das ist irgendwo hier. Und entfliehen dieser Höhle. Und können uns dann hoffentlich auch heilen. Was macht denn unser Erfahrungsstand? Oh, wir sind alle gewillt aufzusteigen. Das freut uns doch. Deswegen rasten wir als erstes. Und haben Abend. Wir sind in Wachbucht und gehen dann mal in die höchste Stadt, die wir kennen. Und das wäre entweder Seestadt oder Wilderbar, ist ja egal, frei. So, und dann gehen wir trainieren. Aber nicht im Grill. Waffenkammer, Waffenkammer. Die Schmiede, okay. Irritierend, das Torhaus. Die Zinnen. Tagsüber. Gut, dann machen wir eine neue Rast. Und gehen mal alle aufleveln. Es reicht leider nur für eine einzige Stufe, aber immerhin. Sogar Mavia und ich durften aufsteigen. Sehr schön. Alle haben an Erfahrung hinzugewonnen. Und, unser Ork-Barbar wird langsam alt. Mavia ist der Einzige, der noch nicht alt geworden ist. Oder zusätzlich falsch gealtert wurde. Das heißt, wir schauen einmal nach. Ich hatte irgendwo... Ach, den Notizzettel habe ich nicht rausgegraben, toll. Irgendwo hatte ich doch markiert, wo wir etwas finden. Da! Da ist der Zettel. Und zwar hätte ich gerne 30 Macht B149. Das heißt, wir gehen zu dem Spiegel in dieser Stadt. Und wollen nach Heim, also Fountainhead. Schauen wir noch einmal auf die Uhrzeit. 8.05 Uhr, wunderbar. Huch. Falsche Richtung. So, nach Süden. Der Mavia-Blick ist doch schon der Mavia. Genau, der Mavia-Blick. Ab sofort nennen wir das Ding den Mavia-Blick. Nein, der Magier-Blick ist doch schon sehr hilfreich. So, B1. Wir können ja auch einfach mal springen. Ah, oh, der Spruch hat versagt. Hier müssen wir echt hinüberschwimmen.
So, hier haben wir die magisch verstärkte Haut. Das war aber nicht den Spruch, den wir wollten. Ah, weiter geht's, weiter geht's. Der Kopf scheint leblos. Interessant. So, jetzt haben wir B1 und wir wollen nach 4,9. Ja, das waren die Level. Dann müssen wir wahrscheinlich dort oben hin. Jetzt haben wir magisch erhöhte Kraft. Sehr schön. Erhöhte Stufen und erhöhte Macht. Und Maximus hat eine tierische Stärke. Oder Macht. Das ist sehr gut. Hier haben wir übrigens lustigerweise eine 4. Jedenfalls sieht es für mich sehr stark nach einer 4 aus. Und dann müssten wir jetzt mal zu dem Schlüssel der Pyramide, der dort unten war. Dazu benutzen wir noch einmal das Signal. Gehen dorthin zurück. Und ja, direkt vor der Heilung natürlich. Und gehen jetzt mal nach Süden. Und zwar, wo gehen wir denn hin? Ich versuche es mal mit Wachbucht. Dann machen wir uns. Nein, no, verkackt. Okay, ich hab's total verkackt. Ah, verdammt. Jetzt sind natürlich die ganzen Buffs weg. Ja, meine Schuld. Alles zurück auf Anfang. So. Auf nach Fountainhead. Schlafen. Nach Süden und Fountainhead verlassen. Wir gehen nach Osten. Direkt zur richtigen Fontäne. Zum richtigen Brunnen wäre, glaube ich, das richtige Wort. Wieder zurück nach Fountainhead. Nochmal schnell zu dem Spiegel und auf nach Seestadt. Nach Bucht. Blödes See für den Namen macht einen irgendwie ganz durcheinander. So, dann machen wir nochmal den Magierblick, ohne den ich irgendwie orientierungslos bin. Verlassen die Stadt. Diesmal machen wir natürlich kein unnötiges Nickerchen. Speichern ab. Und gehen ein wenig nach Süden. Und schauen mal, wie weit ich in den Süden musste. Irgendwo hier unten gab es doch diese Pyramidenschlüssel. Eine kleine einfache Hütte, ich hoffe, das war es. Goldene Schlüsselkarte, genau. Am Glaskasten liegt am roten Kissen eine Goldkarte der Pyramide. Aha. Und Broker ist stark genug. Sehr schön. Natürlich sind alle Sachen kaputt. Ah, goldene Karte der Pyramide. Oder goldene Pyramidenkarte. Sehr schön. Dann müssen wir noch einmal die Pyramide finden. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo die Pyramide war, aber ich würde vermuten, irgendwo im Norden in der Wüste. Wir hatten, glaube ich, keine Wüste, oder? Eine Wüste gab es, aber da war, glaube ich, keine Pyramide. Ich habe doch aufgeschrieben, wo die Pyramide ist. Meine Güte, oder? Nein, ich habe noch keine Pyramide notiert. Unfassbar. Dann müssten wir echt mal schauen, wo diese sich versteckt. Ich würde sagen, das mache ich einfach zwischen den Folgen. Dann haben wir heute eine etwas kürzere Folge. Aber das macht ja auch nichts. Ich gehe noch einmal kurz hier schauen. Ich glaube, hier war sie. Ja, genau. Hier ist die Pyramide. Genau das ist sie. Und dann gehen wir noch einmal kurz hinein und schauen sie uns an, ob wir so betretet Lager Sektor 2. Phasenkopf. Okay. Die Transportröhre erscheint, um euch nach oben zu bringen. Betreten. Ihr verlasst Lagersektor 2. Okay. Interessant. Wir sind in einer Pyramide und kommen dann unterirdisch in einem sehr technisch visierten Lager heraus. Interessant. Interessant, interessant. So, schauen wir mal, was der Kopf sagt. Raumschiffname Shikbat Zera. Codename
Wandernde Saat. Ladung Terraform Plattform Module. Bestimmungsort dritte Sphäre des Minus-Systems. Okay. Das sieht alles sehr abgespaced aus. Und ich würde sagen, in dieser Pyramide, die sich auch Lager Sektor 2 nennt, machen wir dann das nächste Mal weiter. Wir hatten ja schon Unterebene für den Beta-Irgendwas-Sektor gefunden und Anfang für den Hauptantriebssektor als Passwörter, falls wir diese gefragt werden. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht so bald, aber man weiß ja nicht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr News und Infos wollt, dann schaut doch bitte bei Twitter vorbei. Dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss, euer MacFisto. Ciao, Leute.